Ich wünsche euch schon mal ein sicherheitshalber ein schönes Wochenende. Einen Nachtrag zum Buch IQ ist nichts, Unbildung alles. Ich hatte ja im Buch schon darauf hingewiesen, es geht ja letzten Endes den Menschen sehr, sehr, sehr viel ums Ansehen, ne? Gut angesehen zu werden ist wichtig. Und wenn man bis jetzt nicht gut angesehen wurde, weil man zu blöd ist oder zu faul oder zu sonst was, dann ja, dann muss man eben etwas dafür tun, um besser angesehen zu werden. Kleider machen Leute. Wer trägt alles einen Anzug? Guckt sie euch mal an. Das sind nicht nur Politiker. Und wozu trägt man einen Anzug, wenn man sich nicht gerade so gehen lässt wie dieser Mensch hier? Mensch. Ein Anzug hier in diesen Bereichen polstert der sehr schön auf, macht breite Schultern, macht scheinbar große Brustmuskeln, also alles männliche hervorstechende Eigenschaften, die macht ein guter Anzug umso schöner. Und da kann man auch aus dem größten Unfall, biologischen Unfall, doch noch einiges rausholen. Aber weshalb kam es mir noch drauf an? Berufe mit Krawatte habe ich einfach mal so eingegeben. Ja, gibt es die verschiedensten Bilder, ne? Und hier, den kennen wir alle, aus dem, wie sagte er doch immer, Sumpf entstiegen aus dem einfachen Arbeiterkind wird auch mit Krawatte noch was. Ja, da fällt mir aber noch ein ganz anderer Fall ein. Paul-Löwe Schneider vor, na, so 20, 25 Jahren ungefähr, hatte dieser Mensch hier, das ist übrigens der gleiche, einmal mit Toupet, sieht natürlich wesentlich besser aus. Die Brille machte damals noch klug, heute macht sie einfach bloß irgendwas. Sowas sah natürlich seriös aus, auch im Anzug. Und jetzt guckt mal, ohne Toupet und ja, dann musste er sich der Männlichkeit wegen noch ein Schnurrbart stehen lassen, kurz danach, also ohne Toupet und mit einfacher Kleidung. Was doch hinter diesem Gesicht alles steckt. Das bisherige Leben, das kennzeichnet ein Gesicht mächtig, also bestimmte Falten oder also Zornesfalten oder Willensfalten oder Aufmerksamkeitsfalten und so weiter und so fort, die schreibt ein Mensch in sein Gesicht, je nachdem, wie er im Leben bisher zurechtgekommen ist. Aber weiter, weiter, weiter. Das war der sogenannte Gauner mit der weißen Weste, ne? Ach, 1997 wurde der Paul-Löwe in einem spektakulären Prozess verurteilt. Doch schuld war er nicht allein. Nein, nein, es gab auch Leute, die haben ihm dann ganz einfach das Geld für diese Kredite hinterhergeworfen, ohne zu prüfen. Aber das war so ähnlich wie des Kaisers neue Kleider. Wenn der Schneider mit einem Wunsch vielleicht von 50 oder 80.000 an die Bank herangetreten wäre, dann hätte die Deutsche Bank damals gesagt, sind Sie wahnsinnig, gehen Sie woanders hin, Sie sind uns zu klein. Aber wenn man gleich mit großkotzigen Forderungen nach Millionen und Bauprojekten, die doppelt so groß von der Fläche her angegeben wurden, wie sie eigentlich waren, daherkommt, dann geht das, ne? Also will sagen, kommen wir wieder zu dem Satz zurück, Kleider machen Leute. Das ist heute nicht mehr ganz so, aber es gibt noch Leute, die denken, mit den Kleidern könnten sie sich dahinter verstecken. Aber gucken wir noch mal an, was dahinter steckt. Auch Banken und Versicherungen, typisch, Anzug und Krawatte. Ne? Vielfalt im Gleichklang. Aber lassen wir es mal weg. Die Gründe für den Anzug, sagt man hier ganz offiziell auf der Seite. Die Gründe für den Anzug sind die Vermittlung bestimmter Eigenschaften, die mit der Bank oder Versicherung und dem einzelnen Mitarbeiter assoziiert werden sollen. Seriosität, Kompetenz, Kontrolle, Vertrauen, Sicherheit. Nehmen wir nochmal die letzten Eigenschaften, die man uns mit einem Anzug vermitteln möchte, und gucken uns nochmal diese Leute an, die Anzüge tragen aus diesem Gründe. Ich denke, das war Anstoß genug, nochmal drüber nachzudenken, wie man auch sich hinter allerlei Unbildung tarnen kann und wie es auch gerne gemacht wird und was eigentlich dahinter stecken soll, wenn man einen Anzug trägt. Und ja, viele Leute lassen sich gerne davon immer noch täuschen. Sehr viele. Aber na gut, diese Gedanken erstmal für den heutigen Samstag und ich wünsche euch ein schönes Wochenende, es soll ja warm werden. Ja, und ergebt euch diesen Brot und Spielen, sprich, grillt mal wieder, kocht mal wieder, oder doch Zeit und vielleicht kann man auch schön Fußball gucken. Na denn, beste Wünsche. Tschüss.